Dann starten wir mal zum Erkundung von Gision. Da drin sind wir hier noch durchgefahren mit dem Willi. Jetzt kutern wir mal hin und schauen mal, wie es uns gefällt. Wie wir hinkommen, wieder zurückkommen. Ihr seid dabei. Ja. Ganz vergessen. Herzlich willkommen bei Conny und Klaus on Tour zu unserem neuen Video. Gestern haben wir ja gestreikt. Und heute geht es wieder weiter. Heute sind wir wieder fit. Fahren hier die lange Plantage raus und ich muss euch jetzt ausschalten, weil da vorne geht es auf die Straße. So, jetzt sind alle wieder mit dabei. Auf der rasenden Fahrt. So 4 Kilometer rüber nach Gisio. Da vorne seht ihr schon die Ausläufer. Über den Hügel müssen wir allerdings auch noch drüber fahren. Ja, irgendwie schaffen wir das. Irgendwie schaffen uns die Scooter da hoch zu rollern. Hm. Oh, Conny überholt. Ha? What to do, and every single day I stand and stare at your house upon the riverside to see if you are there, and I wait for the time. Wir sind so nett und schieben trotzdem, obwohl man hier fahren könnte, aber die haben da vorne ein Fahrenverbotenschild. Wir sind mal ordentliche Europäer und respektieren das. Da ist wieder Wasser. Und hinter uns, irgendwie haben wir uns verfahren. Sind wir in Schottland angekommen. Da ist Prinz Eisenherz oder so war da hinten. Ja, das ist ein Türmchen. Von irgendwas, nähere Beschreibung ist nicht zu finden. Was zu finden ist, ist, dass drin ein örtliches Museum ist, das gerade nicht auf hat. Oh. Aber ich bin überzeugt, wenn es auf hätte, wären wir auch nicht drin. So, da wieder haben wir noch zu laufen, da vorne an die Spitze, ans Lighthouse, filmen wir wieder. Ja, wir sind gerade die Roller schiebenderweise da hinten hergekommen. Da haben wir so unheimlich schattige Plätzchen und haben darüber gefachsimpelt. Das wären hier garantiert tolle Stellplätze, wenn man die reinlassen würde. Und das waren auch garantiert Stellplätze, deswegen haben die da abgesperrt. Ja. Was? Um welche Pflanze handelt es sich da? Komische Teil. Ah, die blüht so schön. Wenn es jemand weiß, schreibt es mal in die Kommentare, wir haben keine Ahnung. Da ist nichts weiter, kein Blatt, nichts. Die stehen hier. Ja. Ja, ihr wollt jetzt wissen, wo sind wir? Lighthouse, da. Leuchtturm von Gision. Hellenic Navy. Was? Nautrius Pessing. Da ist die Marine und da soll man nicht hin. Aber ich denke, zum Anschauen dürfen wir da schon ein paar Schritte laufen, wo nicht wahr? Wir machen es einfach. Wenn die Marine kommen und wir uns hier abschießen oder sowas. Ich weiß es nicht. Ach, ich gehe da einfach rein. Ist schön. Gut, Marine, sind das eure alten Behausungen? Habt ihr doch eure Soldaten mal untergebracht? Man weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach darüber. Da kann man nämlich mal nach Gision rüber gucken. Ich denke, das ist nicht uninteressant. Ja. Eine Fähre, Passenger Ship, whatever, liegt im Hafen. Und wir
gucken mal gemeinsam hier über die Mauer drüber. Ja. Das da drüben ist Gideon. Ich guck mal, ob ich es noch ein bisschen näher anholen kann. Gut, das ist wieder ein rechnerischer Fokus, aber man sieht es ein wenig besser, denke ich. Idyllisch hier. Ja. Einwandfrei. Conny. Sehr schön. Conny, gefällt es? Also alles in Ordnung. So, und jetzt geht's darüber. Gucken, was zu gucken gibt. So, jetzt gucken wir uns mal den Kreuzfahrer da an oder was das ist. Wir wissen es nicht. Die Ruppel hat auf dem Schlepper. Wo ist denn der Kreuzfahrer? Ah, hier, da parken sie. Hier stehen sie rum, die Kollegen. Willkommen. Schade eigentlich. God Police. So, scheint ja doch ein kleiner Kreuzfahrer zu sein. Name unklar, das hier ist ein Schlepper. Dann ist die Hafenpolizei, der schmeißt mich gleich raus hier. Ja, wir sitzen hier lauschig an der Straße. Ist aber schön, kann man nicht meckern. Warte, ich mache mal etwas größer. So, ist dann etwas näher bei. Das Wasser wird immer gleich an den Tisch gestellt. Aber steht natürlich nachher auf der Rechnung. Was nicht auf der Rechnung steht, ist immer das Begrüßungsessen. Das ist mal wie hier gegrilltes Brot. Kann auch mal Obst, kann auch mal Gemüse, irgendwas sein. Irgendwas gibt es immer. Allerdings, was es nicht gibt, kostenlos. Nein. Uso. Ach, Uso. Ja, den haben wir ja auch nicht bestellt. Da hinten steht die Scooter. Essen haben wir bestellt und gleich ist hier der Tisch voll Essen. Haha! Conny, ja, dann bist du. Was? Ja. Und ist gerade eine Beere an. Hier ist Piräus los. Und dann ein Kreter von der Ferneninsel und lebt jetzt hier an. In Gideon. Conny, die fahren jetzt keine Anlegermanöver, wie du das kennst. Ja. Der dreht da ruckzuck ein und hält. Die parken wie die Griechen. Das war's gleich mit dem Anlegermanöver. Sobald der senkrecht steht, fährt er hinten dran und big, händisch, angenommen. Die Völlerei nimmt jetzt ihren Lauf in ihren Tomatensalat mit Zwiebeln und Kokamba, also Gurken und Oliven. Tomatensalat ist wie gewohnt. Super, aha. Klasse. Unser Weinchen ist da. Der schmeckt sogar, der Hauswein, wunderbar. Conny, Völlerei, ich sag dir. Ja. Da wieder nah ran an die Fresse, damit man da was sieht. Manch kommt. Aber wir sitzen hier an der Straße, aber schön. Das ist, ja, so ein bisschen. Das ist halt Griechenland. Ja, so, kennen wir es. Conny hat ihr Gemüse gleich aufgegessen. Griechischer Salat ist das. Griechischer Salat ist das. Ich krieg auch griechisch. Griechischen Käse und Gigantes. Kommt gleich. Conny erzählt gerade da um die Ecke. Ich bin da natürlich jetzt aus Pietätsgründen nicht hin. Sitzt der Opa vom Lokal und schält die Kartoffeln. Wahrscheinlich schnitzt er dann gleich schon auf Pommes davon. Nein, er ist schon so ganz. Der schneidet nicht weg.
zum Rickeln 10 mal 20 Liter ein. Also da ist so eine, denkt euch mal die Mädels da weg. Da ist so eine Gasse, die da drin geht und da ist der Opa und ist am Arbeiten. Wenn ja mal jemand eine ehrliche Portion Feta will, gegrillten, gibt's hier. Oh, super! Hey, wer schon mal hier war, es kommt hier alles nacheinander, gleichzeitig oder wie auch immer. Naja. Conny hat ihr Tomahawk-Steak. Ja, aber schon in die Dicke. Ach, geht mir, ja, so. Ah. Wolltest du dazu? Gut, essen? Jetzt habe ich hier den Feta schon fast weggefuttert. Weil eigentlich waren die großen Bohnen dafür gedacht, dazu zu essen. Jo. Also Feta und Bohnen gehört zu Connys Leibspeisen. Kannst du den essen? Mach ich auch. Nach 2 Stunden legt die Mühle wieder ab. Fährt nach Biakovti und dann nach Kreta und dann wieder rüber nach Athen. Ihr wundert euch vielleicht, dass wir immer noch hier sitzen, aber es war jetzt ein harter Cut. Es sind 24 Stunden vergangen. Wir sitzen schon wieder hier. Opa will die Kartoffeln schneiden, ist heute allerdings nicht da. Vielleicht kommt dann noch und ich werde noch was mit Kartoffeln essen. So, wir haben wieder unsere seltsamen Bestellungen aufgegeben. Gespannt, in welcher Reihenfolge, Abstand und Zustand das Essen kommt. Ich habe schon wieder Hunger. Nützt ja nichts. Ich schalte euch hier mal um. Nee, geht gar nicht. So kann ich euch nicht umschalten. Direkt umgeschaltet, Ausblick raus aufs Meer. Immer noch ein traumhaftes Wetter, leicht diesig. Super. War das auch schon da, kostet 2,50, das kriegst du halt einfach hingestellt. Ja. Hashtag ISO. Die Sache geht los wie gestern, der Wein ist da, das Wasser ist da, Connys Tomatensalat ist da, ja, gegrilltes Brot ist da und oh, da freut sich Conny schon seit Tagen drauf, rote Beete ist da. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Freut mich auf gute Beete und du isst sie? Conny freut sich schon. Mhm. Conny hat einen Spieß ohne Spieß. Wir haben einen neuen Trick gesehen, wie man den Spieß rausmacht. Ja, aber nicht empfehlen, ne? Genau. Das, war zu überraschend, aber das merken wir uns. Ja. So, da steht der Salat noch und die Hälfte rote Beete noch. Die esse ich jetzt aber dazu. Ich habe hier Omelette à la Mani mit Käse, Zwiebeln, Kartoffeln und ja, bin mal gespannt, wie das schmeckt. Diesem Omelette von der Mani, schmeckt nicht hervorragend, sehr würzig, schmeckt klasse, da ist irgendwo das Schweinefleisch noch drin und ja, keine Pommes, sondern normale Kartoffeln, ist gut gemacht. Was da noch drin ist, ist so eine feste, fette Wurst, wenn das nicht meine Lieblingswurst, nee. Da ist maximal die Hälfte. Ah, der Rest ist top. Alles mal probiert. Lokale Spezialität. Zurück sind wir wieder auf dem Platz. Schöner Sonnenuntergang. Immer haben wir noch unser kleines Fläschchen Razzina. Hm. Trinken ein Schlückchen. Achso, warte mal, der passt ja gar nicht. Genau. Oh, tun wir nicht. Nee. Und dann haben wir das gekauft. Haben wir noch einen Liter Öl hier vom Platz gekauft. Eigene Produktion. Ja. Finde ich gut. Ja, mal kosten. Und ansonsten sitzen wir hier mit Blick auf Meer. Mhm. Es ist heute Abend gar nicht so windig, Conny. Nicht ganz so schlimm. Ein paar kleine Wölkchen im Gebirge, aber das ist harmlos. Passt. Ja. Wir plaudern jetzt noch ein bisschen, trinken noch ein Schlückchen Wein und dann gehen wir an Willi. Und morgen das Ding wieder Reise fertig machen. Morgen geht's weiter. Ja. Kann ja nicht her überwintern, geht ja nicht. Genau, ich schon. Na, es geht aber nicht. Also ihr Lieben, für das Video gestern und heute war es das. Ihr wisst ja Bescheid, wenn es gefallen hat. Folgen und so weiter. Wir freuen uns und sagen euch jetzt mal tschüss und bis denn.